Herzlich willkommen im Café 23. Mein Name ist Jan Gaspar. Die Sendung heute wird wieder heißen Alpha-Synapsen-Programmierung. Ich habe mir eingeladen, Lizzie Götz. Vielen Dank. Sie waren schon mal bei uns in der Sendung. Ja. Mit Ihrem Projekt, mit Ihrer Entwicklung, Ihrer Entdeckung der Alpha-Synapsen-Programmierung. Wir wollen heute mal schauen, wo der Weg Sie in dem vergangenen Jahr hingeführt hat. Es ist viel Neues dazugekommen, neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen. Den wollen wir mal so ein bisschen nachspüren. Fangen wir mal an, was Sie bei Ihrer Arbeit rund um die Alpha-Synapsen-Programmierung erreicht hat, was Sie erlebt haben nach unserer letzten Sendung? Es war eine sehr große Resonanz aufgrund des letzten Interviews. Ich habe sehr viele E-Mails bekommen. Ich habe daraufhin nicht mehr selber diese Ausbildungen gemacht, die Kurse, sondern ich habe Alpha-Lehrer ausgebildet, die jetzt wiederum Alpha-Spezialisten ausbilden. Ich habe begonnen, das Buch zu schreiben, das inzwischen fertig ist. Ich habe dann weiter geforscht in der DNA, habe festgestellt, dass ein gewisser Teil unserer DNA nicht benutzt wird, dass unsere DNA nicht in Stein gemeißelt ist, wie es früher behauptet wurde, deshalb sagen ja inzwischen schon die Wissenschaftler, sondern unsere RNA reagiert auf die Umwelteinflüsse, daraufhin verändert sich auch die DNA und gewisse Teile der DNA werden nicht benutzt und gewisse Teile der DNA, man nennt die Transpositionselemente, sind in der Lage, sich zu verändern, also mit anderen Genen Gemeinschaften einzugehen und sich wirklich dem Umfeld anzupassen. Und so war der Mensch auch in der Lage, die Eiszeit zu überleben. Diese Transpositionselemente reagieren im Speziellen auf Stresssituationen. Und ich frage mich dann immer, muss es denn immer eine Stresssituation sein, damit sich die DNA anpasst, vielleicht sogar meinen Wünschen oder meinen Bedürfnissen entsprechend anpasst? Oder kann auch ich das mit meinen Gedanken verändern? Ich sage ja, ich kann mit meinen Gedanken alles verändern, auch wenn ich jetzt im Moment noch nicht alles weiß, was möglich ist.